Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Applied Energistics 2 Video Tutorial Reihe und heute geht es um die Flux Crystal Automatisierung. Heißt, diese Pure Nether Quartz Crystals, Pure Certus Quartz Crystals, die Pure Flux Crystals, genau, und die Flux Crystals an sich. Weil mir ist es zu blöd, immer hinterher zu rennen, die Seeds zu craften, dann zu warten, bis sie fertig sind und deswegen werden wir das heute automatisieren. Gut, dann legen wir los. Bevor wir anfangen, überhaupt irgendwas zu bauen, müssen wir dem System erstmal sagen, okay, pass auf, die Seeds kannst du so und so craften. Das werden wir tun. Dazu brauchen wir wieder unser Pattern-Terminal. Und wir wissen ja glücklicherweise schon aus den vorangegangenen Tutorials, dass diese Seeds aus Sand und zum Beispiel Certus-Quarz gecraftet werden. Und hier ist es natürlich ein Crafting-Pattern. Auch das haben wir schon gelernt. Des Weiteren, voilà, wollen wir die Flux-Crystals herstellen, möchten also noch diese Seeds haben. Und des Weiteren möchten wir noch die Pure Nether Quartz Crystals haben. Das heißt, wir brauchen auch davon die Seeds. Ja, wo wir die Dinger im Endeffekt reinschmeißen, ist total egal. Ich werde sie jetzt mal hier mit dazulegen. Dann kann oder weiß das System schon mal, wie man diese Seeds craften kann. Wir können das mal testen. Gehen wir mal einfach hier ran. Ja, hier sind jetzt schon ein paar drin, weil ich eben was ausprobiert habe. Aber das ist nicht so wild. Wir sagen einfach mal, pass auf, ich möchte 10 davon haben. Next Start. Läuft, ich möchte 10 davon haben, next start, läuft und ich möchte davon 10 haben, next start und auch das funktioniert, aber ich werde es jetzt nochmal kurz entsorgen, denn da kommen wir dann später nochmal dazu. Okay, nächster Punkt. So, dann machen wir weiter und zwar brauchen wir jetzt als nächstes ein, ja wie soll ich sagen, ein doppeltes Interface und zwar einmal den hier und einmal den Kollegen hier. Das Ding hier ist nachher dafür verantwortlich, dass die Seeds in die Kristalle umgewandelt werden. Und jetzt muss ich mal gucken, wie man das am besten dreht. So rum, genau. Das Ding zeigt quasi auf diesen Kollegen hier. Dann brauchen wir jetzt ein paar Rezepte. Und zwar ist das mal was anderes, denn wir haben jetzt ein Processing Pattern, denn die sollen ja hergestellt werden. Wenn wir hier so ein Seed reintun, dann sollte nachher der Pure rauskommen. Ich werde mir mal die Pure eben hier raussuchen. Zack, zack, zack. Und dann machen wir einmal das ganze Ding für den Pure Nether Quartz. Zack. Dann für den Flux-Quarz, beziehungsweise nur Flux. Und für den Pure Certus-Quarz. So, zack. Dann hätten wir die alle soweit schon mal safe. Die können eigentlich wieder weg. Der Pure hier kann auch erstmal weg. Gut, dann können wir die Rezepte da schon mal reinlegen. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns im Anschluss schon mal den nächsten Schritt an. So, ich habe noch eine Sache vergessen, bevor wir mit dem nächsten Punkt weitermachen. Und zwar können wir mit dieser Anlage auch diese Flux-Crystals herstellen. Und wir bekommen bei einem Arbeitsgang 2 Stück davon raus. Dafür brauchen wir einmal Redstone, einmal Nether Quartz und einmal Charged Certus Quartz. Und dann können wir auch dieses Rezept beschreiben und schmeißen das mit in das Interface. Und dann haben wir im Prinzip alle 4 Kristallarten, die wir dann nachher automatisch herstellen wollen. So, jetzt aber weiter mit dem nächsten Punkt. So, jetzt kommt ein etwas größerer Klotz oder Haufen Informationen auf einmal, denn folgendes. Wir brauchen jetzt quasi ein Gerät, wo wir die Seeds quasi wachsen lassen können. Ich fange von oben an und dann gehen wir nach unten durch. Ich denke, das sollte für jeden klar sein. Also hier kommt der ganze Krempel an, wird in diese Formation Plane gegeben und die sorgt dafür, wie es hier steht. Müssen wir noch einmal draufklicken, weil standardmäßig ist es so. Und die werden dann als Items hier reingedroppt in das Wasser, so wie man das halt kennt. Man schmeißt diese Seeds ins Wasser und wartet 8 Stunden lang und dann hat man Crystal. Und das macht diese Formation Plane, die macht das automatisch. Ich habe jetzt hier alle Seeds mit reingepackt, also Nether, Flux und Certus Quarz, plus die Sachen, die wir brauchen, um den Flux Crystal an sich herzustellen. Diese 6 Items brauchen wir da denn. Zur Sicherheit habe ich hier die Priorität um 1 hochgestellt, um einfach sicherzugehen, dass die Kiste auf jeden Fall die höchste Priorität hat, damit die Items nicht irgendwo verloren gehen. Man weiß es nie so genau. Gut, dann als nächstes, nächste Etage. Ich habe einmal Glas außenrum gebaut, damit die Items nicht versehentlich irgendwo rausdroppen. Man kennt es ja von Minecraft, das machen die gerne mal, deswegen das Glas nur einfach mal zur Sicherheit. Des Weiteren habe ich keine Lust, so lange zu warten, deswegen befinden sich auf dieser Ebene 3 Crystal Growth Accelerator. Na klar, wir können auch 4 nehmen, aber ich wollte hier ein bisschen was zum Gucken reinbauen. Und ja, das ist im Prinzip schon fast alles. Und hier ist eine, achso, kann man gar nicht anklicken, eine ME Annihilation Plane. Und die saugt das ganze Zeug wieder auf. Okay, das erstmal zum Thema
Crystal Growth Accelerators und grundlegender Aufbau. Jetzt fehlt noch ein bisschen was, da kümmern wir uns jetzt drum. So, als nächstes machen wir folgendes, denn so funktionieren die Crystal Growth Accelerators natürlich nicht. Die brauchen natürlich noch Strom, ganz klar. Und weil ich hier wirklich nur Strom übertragen möchte, nehmen wir mal diese Quarzfiber-Geschichten, dass das super funktioniert. Hier natürlich darauf achten, wo man die platziert. Und dann könnten wir rein theoretisch einmal hier entlang gehen. Das sind recht kleine Geräte. Achso, die gehen nur zweifach. Sorry, mein Fehler. Dann gehen wir hier mit einem E-Kabel wieder lang. Na komm. Ist ein bisschen fummelig, das Ganze zu platzieren. Und somit stellen wir sicher, dass da in dem Bereich wirklich nur Energie ankommt. Was wir auch noch machen können, ist zum Beispiel hier noch eins hinzusetzen. Das sollte eigentlich auch funktionieren, denn diese Quarzfieber, die transferieren nur Energie. Jetzt sehen wir hier schon, die Blitze sind dabei und die Gerätschaften hier funktionieren schon mal. Gut, dann das nächste Ding. So, ich habe mich gerade dazu entschieden, hier diesen Energiepart in blau zu machen, damit wir das ein wenig besser unterscheiden können von dem, was eigentlich wirklich wichtig ist. Also wie gesagt, der Energieteil ist blau, dann habt ihr dann eine bessere Übersicht und können das nachher nochmal angucken, wenn die Map dann zum Download bereitsteht, aber das erst am Ende dieser Tutorial-Reihe. So, als nächstes habe ich hier noch ein bisschen weiter gebaut und zwar haben wir ein Kabel gelegt zu einem Exportbus, der wieder in diesem Interface mündet. Hier müssen wir noch ein paar Sachen erledigen und zwar musste einmal eine Capacity-Card rein, weil wir ein bisschen mehr Platz brauchen und wir können, müssen aber nicht eine Acceleration-Card damit reinlegen, dann passt das. So, dann zum Thema Crystals. Wir brauchen den, den, den und den. Die müssen, nee, der nicht. Die müssen da rein. Denn die sollen hier rauskommen und da wieder zurückgehen. So, das sollte laufen. Den nächsten Punkt gucken wir uns dann an. Okay, langsam, aber sicher geht es in die heiße Phase. Aber wir müssen noch ein paar Sachen erledigen. Denn hier sind noch ein paar Geräte, die Strom brauchen. Und genau darum werden wir uns jetzt mal kümmern. Und zwar müssen wir da einmal, nee, so nicht, aber von hier einmal hier rum. Beziehungsweise, nee, machen wir so, dann ist es ein bisschen leichter. Genau, dann hättet ihr nämlich schon mal das Gerät hier unten Power. Dann müssen wir noch dafür sorgen, dass der Kollege hier auch noch Power bekommt. Beziehungsweise diese Seite hier, genau. Da können wir nochmal ein bisschen Power ranlegen. Und jetzt hat im Prinzip alle Strom ersehen. Hier ist ein Channel vergeben worden. Das Ding hat auf jeden Fall Saft. Und die Kiste hier unten, warte mal, sollte auch Saft haben. Ja, funktioniert. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann bin ich mal gespannt, ob das hier funktioniert. So, wir sind so gut wie am Ziel. Also wir haben es gleich geschafft. Es fehlt noch ein Zwischenschritt. Denn folgendes. Dieser Exportbus hier, der kann nicht direkt von dieser Plane hier importieren. Das funktioniert nicht. Da brauchen wir einen Zwischenspeicher. Und dafür nehmen wir eine ME-Chest. Da kommt eine Speicherzelle rein und dann ist es gut, aber wir müssen mit dieser Speicherzelle nochmal eben was machen und zwar müssen wir die vorformatieren, weil wenn wir der Speicherzelle nicht sagen, pass auf, du nimmst nur das Ding, das Ding, das Ding, das Ding auf, dann nimmt die auch diese angefangenen Seeds wieder auf, die wir hier drin haben und das müssen wir vermeiden. Dafür brauchen wir die sogenannte Cell Workbench, klicken da einmal rein, legen die Speicherzelle oben rein, legen diese Items hier einfach rein und nehmen sie wieder raus und das war's schon. Das speichert das Ding, guck, kann man wieder reinlegen, rausnehmen, reinlegen und so weiter, das geht. Und diese Speicherzelle schmeißen wir jetzt hier in diese Kiste rein. Nochmal kurz, um zu zeigen, wie das funktioniert. Ach, ich lasse das Ding mal da stehen. Und zwar können wir die Sachen, ich klicke hier wie verrückt, können wir nicht reinlegen. Diese hier allerdings schon. Und die werden dann gleich von diesem Exportbus in das andere System gehauen. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Folgendes, ich werde nochmal hier eben die ganzen Kristalle rausschmeißen. Die Seeds genauso. Und dann werde ich mal eben, wir fangen mal einfach an, wir nehmen einfach diesen Flux-Crystal. Damit fangen wir an. Start. Wobei, warte mal, wir können auch 10 Stück bauen. Ist er gerade beschäftigt hier, ne? Der Kollege, ja, der ist beschäftigt, macht nichts, dann können wir trotzdem mal eben gucken. Ich war zu langsam. Das war nämlich das Problem, was ich kommen sehen habe. Ja, jetzt haben wir hier 2 Stück. Schmeiße ich wieder weg. Ich möchte haben 30, dann können wir ein bisschen was gucken. Ich habe eine andere Idee. Cancel. Wir nehmen das Ding einfach mit und dann läuft das, glaube ich. So, das hauen wir da ran und jetzt können wir auch vernünftig gucken, sofern ihr dann gleich einen Channel bekommt. Danke. So, und jetzt können wir ganz easy hier unsere... Ach, der ist schon fertig. Ich schmeiße trotzdem weg. Unsere Flux Crystals craften. Next Start. Da kommt der ganze Kram rausgeschmissen, keine Ahnung was. Und ploppt hier komplett raus. Und wird dann nach und nach hier wieder reingesogen. Zack. Ist hier kurz drin und wird dann wieder in das andere System importiert, beziehungsweise von dieser Sicht hier aus exportiert.
Was man noch zur Verbesserung machen kann, ist folgendes, und zwar gibt es hier diese Cable Facades. Ich würde empfehlen, diese um diese Plane und die untere rumzubauen, weil es sonst passieren kann, dass die Items wegbuggen oder dass sie sich dazwischen diesen kleinen Schlitz, der da entsteht, durchbuggen. Das wollen wir natürlich vermeiden, ganz klar. Nur nochmal so als kleiner Tipp am Rande. Gut, also, die Crystals haben schon mal funktioniert. Ich werde nochmal eben was vorbereiten und dann machen wir gleich nochmal einen Test. Einen Augenblick. So, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe noch ein paar Crafting-Computer mit Monitoren gebaut, sodass wir sehen können, was hier gerade abgeht. Und zwar, die schmeißen wir nochmal weg. Ich möchte jetzt nämlich Folgendes haben. Ich möchte 10 von denen haben. Ich möchte 10 davon haben. Ich möchte 10 Stück davon haben. Und ich möchte 10 normale Flux-Crystals haben. Zack. Jetzt sehen wir hier, okay, der macht die, der macht die, der hier macht die und der andere macht die Flux, also die Pure-Flux-Geschichte. Na ja, genau, macht er. Ja, die ersten Sachen sind hier jetzt schon reingeploppt. Ich hoffe mal, dass das auch so funktioniert. Und wir sehen jetzt hier, wie die Seeds am Wachsen sind. Ist eine feine Sache, würde ich mal behaupten. Das ist ganz schön voll da drin, glaube ich, ne? Aber egal, das ist nicht so wild. Kann jetzt alles ein bisschen dauern. Ich denke, ich mache mal einen kurzen Cut, bis es hier einigermaßen läuft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Kurzes Update für zwischendurch. Die Fluxkristalle sind schon fertig. Das geht ja schnell. Das ist ja nur eben Nether Quarz mit mit Charged Certus Quarz und Redstone zusammengeschmissen. Das geht ratzfatz. Aber der Rest hier, der muss noch ein bisschen wachsen. Und ich denke mal, den Rest schauen wir uns mal kurz in der Zeitraffer an. Bis gleich. Gleich ist es soweit. Ja, die ersten sind fertig. Ich denke mal, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und dann werden die so nach und nach hier rausgesogen. Aber, ja, nach und nach vor allem. Jetzt sind sie auf jeden Fall weg. Warte mal, zack, so. Und die sind schon astrein importiert. Alle Rezepte wurden vom System abgearbeitet und sollten sich jetzt hier in unserem System befinden. 10, 10, 10, 10. Ja, Leute. Ich denke mal, das Ding funktioniert. Ich weiß, der Aufbau, der ist nicht ganz so einfach, weil man manche der Sachen nicht unbedingt versteht, weil das grüne Teil hier zum Beispiel ist ja im Prinzip gar nicht richtig mit dem ME-System verbunden. Da sind zwei Interfaces dazwischen und bla und blub. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das zu raffen, aber wie gesagt, so funktioniert das. Gibt wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten, aber mir gefällt diese hier eigentlich ganz gut. Und ich denke mal, das wär's dann für heute. Okay, wieder eine Folge Applied Energistics Video Tutorial Reihe vorbei, aber wir sind noch nicht am Ende. Wie gesagt, schmeißt ordentlich Vorschläge in die Kommentare. Ich guck mal, was wir da noch alles so von machen dann. So die nächsten Sachen, die auf dem Punkt oder auf dem Plan stehen, sind Netzwerke, also Quantenring, P2P-Netzwerke und so weiter. Und das werden wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge angucken. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo wäre cool. Oder Kritik in den Kommentaren nehme ich auch sehr gerne entgegen. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.